Okay, okay, okay. Kein Zombie in Sicht. Wir öffnen hier Tür und Tor. Silberpfeil nehmen wir mal mit hier. Gold sacken wir mit ein. Ein paar Tränke, ja, nehmen wir hier mit. Ah. Oh. Hey. Was? 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 Wir stehen schon vor dem Welkenstein. Seriously, ich habe einfach den richtigen Weg eingeschlagen. Das ist ey. Warte mal. Warte, warte, warte. Ich weiß, dass irgendwo da Licht dann rauskommt. Vielleicht von der Seite. Ich habe den großen Welkenstein gefunden und nun muss ich ihn Martin in den Wolkenherrscher-Tempel bringen. Oh, es ist. Seine untoten Diener. Des untoten Stadthalters. Ja. Das ging ja relativ easy hier. Bitte. Sehr, sehr schwer. Ich komme nicht raus. Baba, Miska kann Schlüssel hatte. Dude, hattest du nicht einen Stab hier dabei oder war der nur beschworen? Dietrich, Welkind, ja. Dann backen wir hier mal auf. Na komm schon, Zombie. Und da geht's nach draußen. Ah, was ich so gesehen habe, war Love Death Robots. Das hat mir ein Kumpel empfohlen. Muss ich auch sagen, war ein interessantes Konzept. Vor allem, dass der Stil jeder Folge sich dann unterschieden hat. Fand ich ein wirklich erfrischendes Konzept. Dass man Leuten hier einfach mal die Power gibt zu sagen, ihr wisst, wie ihr es macht, also macht's einfach. Die Hauptsache ist doch, dass wir wieder machen und weniger so drauf sind wie, ich weiß es nicht, ich hab Angst, mach mal das lieber mal nicht, ja. Hey Zombie, bist hier an mir vorbeigestranzt. Aber das alte Schimmelgesicht hier, die alte Wursthaut, die wandelnde, die haben wir mitgenommen. Ja, Ring, Ausdauer. Wollte man die Waffe wegstecken hier? Oh, Minas Tirith. Wäre echt eine interessante Mod, wenn man dann so sagen würde, ja, wir sind hier einfach mal durch die Eyeliner-Ruine gestranzt und plötzlich einfach mal in Herr der Ringe, Lord of the Rings, die ganze Welt hier rausgekommen. Irgendwo in Isengard oder Gondor. Natürlich. Das würde actually mehr Sinn machen, als in Isengard rauszukommen, wenn man durch eine Tür mit einem weißen Baum geht hier. Ja, nur, und jetzt haben wir tatsächlich den Welkenstein. Feind! Feind in Sicht! Holla die Waldfee!
Alter. Stirb endlich, du. Und dann, reparieren wir erstmal. Warte mal. Den müssen wir lesen. Dann, Reparatur haben wir. Da klatschen wir hier mal drauf. Reißen aber mal kurz nach Skinkraut. Habe ich Auto-Walking aktiviert gehabt? Grüße. Muss wohl. Einen wunderschönen guten Tag. Oder muss wohl. Lähmungszauber. Nicht so laut. Ja, das kann ich Wir schon. Wir verkaufen nur vom Besten. Das nicht so laut. Ja, schön, ein gutes Geschäft. Warte mal. Ich hoffe, ich kann. Ich bin recht praktisch. Auch ihr. Ich repariere mal ein bisschen Stuff hier. Können wir gleich noch ein paar Tränke brauen hier. So, Zinnober. Das halten wir mal klein. Rotleib. Zwiebel, Schuppen, Äpfel. Christina Applegate. Knochenmehl. Dann reisen wir in die Kaiserstadt und verkaufen erstmal ein Zeug. Also Stuff hier. Ich würde dann auch gleich eine kleine Aufnahmepause reinhauen, weil ich noch spazieren gehen wollte, aber davor reisen wir jetzt noch schnell nach Quatsch dann, weil schon ziemlich bald die große Schlacht entbrennt. Jene einzige wahre Schlacht, die über das Merciful Fate hier. Nur auf den Kork. Die Schlacht, die über das Fate hier entscheidet. Von Guns Tamriel, dass wir wissen, nicht besiegelt war, sondern in Skyrim dann seine Fortsetzung gefunden hat. Schneller Wetterumschwung. Solltet ihr etwas benötigen, bin ich euch gern zu Diensten. Seid gegrüßt. Das kommt auf die Dienstleistung an, die du mir erbringen kannst und möchtest. Der Futtertrog ist zwar nicht vornehm, aber kann ich eine Dienerin gebrauchen? Nein. Aber jemanden, der mit mir kämpft an meiner Seite und mit mir streitet. Also nicht mit mir streitet, sondern an meiner Seite streitet, ist sehr wohl. Ich habe alle. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? So ein Seht Quatsch. Seht euch meine Waren an. Ich bin... Gift brauche ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben hier. Giftheilung. Das ist ein gutes... Auch ihr. Otrenos, ich bin ein Schleicher. Ein fortgeschrittener Schleicher, genauer gesagt. Und ich bilde Schleicher aus. Das ist nicht verboten. Sorry, war gerade am Trinken. Also natürliches Mineralwasser, kein Gelage hier. Du warst im Schleichen, Kaiserstadt. Die Wachen können mir nichts. Ich bin vorsichtig, privat geradezu.
Ich mag es nicht, wenn mir jemand folgt. Natürlich werden die Leute nervös, wenn sie mich herumschleichen sehen. Zu schade. Zu schade. Lebt wohl. Grüße. Der alte Schatti. Dann auf zum Martin. Und drücken wir ihm erstmal den Stuff in die Hände. Martin, Martin. Mein Herr. Sehr schön, dass alle Kaiser so Special Names haben. Uriel Septim, Tiber Septim. Und der heißt dann Martin. Alter Martin hier. Ich kenne das Risiko. Ich war im Quatsch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Wir haben keine Wahl. Sie wird. Sie muss. Ihr seid zurück. Und ihr habt den großen Stein. Ha. Ihr habt es geschafft. Ich kann auf euch zählen. Ich schmeiß ihm den so an die Rüstung. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen großen Welkinstein sehen würde. So schön, wie die alten Geschichten erzählen. Und so schrecklich. Aber natürlich ist seine Schönheit nur eine Maske für seine tödliche Macht. So wie bei allem, was die Eileiden erschaffen haben. Jetzt brauchen wir nur noch den vierten Gegenstand und dann können wir endlich ein Portal zu Mankar Kamorans Reich öffnen. Ja! Was ist der letzte Gegenstand, den wir... Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Es ist das Gegenstück zum großen Welkindstein. Genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Dedra und der Göttlichen waren. Welkindsteine enthalten die konzentrierte Kraft von Mundus und ihre Gegenstücke sind Siegelsteine, die dazu dienen, Oblivion-Tore offen zu machen. Oh, lass mich raten, ein großer Siegelstein. Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Obwohl, wäre das Gegenteil nicht ein kleiner Siegelstein? Ah, wo ist der Haken am Siegel? Es wird euch nicht gefallen. Siegelstein. Geoffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumar wird es sicherlich auch nicht gefallen. Das hört sich gut an. In großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Um es zu vernichten. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte hier öffnen will, um Brumar zu zerstören. Na danke, das ist, wir lassen sie also das Tor öffnen. Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Ich weiß, dass das habe ich nicht gesagt. Ist. Ich war im Quatsch. Ich sah die fürchterliche Macht. Ich komme da schon durch, aber... Aber wir haben keine Wahl. Wir können das Amulett der Könige nur wieder erlangen, indem wir der mythischen Morgenröte die Ausführung ihres Angriffsplans auf Brumar erlauben. Nein, ich möchte die Antwort nicht geben, weil ich weiß, dass er eine Rüstung anhat und in den Krieg ziehen wird. Mindestens wirst du hier sicher sein, naives Arschgelaber. Nein, ich werde die Verteidigung Brumars selber leiten. Wenn ich Kaiser sein soll... wird es Zeit, sich wie einer zu verhalten. Jawohl. Es ist zu gefährlich, ich werde den Kampf... Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? White Knight hier. Ich sagte hier. Euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt ist, dass wir handeln. Dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Yes. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Die GötterInnen, habt ihr im bitte. Auftrag der Götter gehandelt? Ich weiß es nicht. Aber nun liegt es an mir zu handeln. Wie ihr befehlt. Bitte, mein Freund. Ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin vermitteln könnt. Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr Überzeugungsarbeit werde leisten müssen als bei euch. Ich benachrichtige die Gräfin sofort! Gut. Bittet sie mich in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche Verzweiflungspläne zu sein. Denn? Was ist?